Moin moin liebe Ötzi25 Freunde und herzlich willkommen zu einem YouTube-Video. Wir werden jetzt gemeinsam alle Änderungen am Gameplay in FC25 durchgehen. Das ist wahrscheinlich mein wichtigstes Video, bevor das Spiel letztendlich rauskommt. Denn gestern Abend hat EA den Gameplay-Trailer veröffentlicht. Ja, dort haben sie selber innerhalb von 3 bis 4, 5 Minuten oder so ein Kram gezeigt, in Videoform, was sich alles ändert, aber das hat mir alles nicht gereicht. Dementsprechend greifen wir auf die Textform zurück, die ebenfalls ja immer rausbringt, wo die meisten Änderungen letztendlich drinstehen, bezogen auf eben das Gameplay. Das sind viele Änderungen, viele Anpassungen, viel Text, viel Englisch. Ich will das alles für euch zusammenfassen. Ich habe die meisten Sachen im Kopf und würde gerne immer noch meine Meinung auch dazu abgeben. Also, was ändert sich? Worauf müssen wir achten? Was hört sich gut an? Was hört sich schlecht an? Und was ist eben meine Meinung dazu? Dementsprechend abonnier gerne den Kanal, wenn du nichts mehr verpassen möchtest. Und lass gerne ein Like und einen Kommentar da, um mich wissen zu lassen, was deine Meinung zu den ganzen Änderungen ist. Den Gameplay-Trailer werden wir uns jetzt wiederum sparen. Aus einem relativ simplen Grund. Er sagt nicht sonderlich viel. Er zeigt relativ wenig. Und es ist viel PR-Gebabbel. Generell gibt es hier natürlich immer Segmente, die selber ich auch überspringen werde. Denn wie gesagt, viel PR-Kram, ihr redet immer von volumetrischen Daten, blablabla. Eine Sache muss man auf jeden Fall sagen. Das Spiel ist mittlerweile technisch auf einen Stand angekommen, wo es A, nicht nur relativ sick aussieht, sondern wenn man sich generell im Gaming-Bereich auskennt, auch mit anderen Sportspielen und genau weiß, wo auch viele andere Entwickler und Engines Probleme drin haben, dann ist EA, ob man es wahrhaben will oder nicht, teilweise sehr crazy unterwegs. Das soll nicht heißen, dass keine Fehler passieren und keine Fehler entstehen. Doch, natürlich, weil das am Ende immer noch alles Berechnungen sind. Aber die grafische Fidelity, wie man so schön sagt, die wir mittlerweile erreicht haben, und die Animationsdichte ist wirklich krass. Krass, nur eben aufgrund oder zugunsten eines Preises, den wir alle letztendlich bezahlen. Dazu aber gleich mehr. Dementsprechend starten wir direkt einmal rein. Eins der größten Säulen, die dieses Jahr angepasst werden, ist FCIQ. Das ist ein Tactical Revamp. Was genau bedeutet das? Hier sehen wir schon mal direkt ein paar Bilder, wie das Ganze aussieht. Das Ganze mache ich mal ganz kurz in groß. EA passt die Art und Weise an, wie wir eben die Taktik im Spiel unseren eigenen Vorstellungen anpassen können. Ja, ihr wisst ja wahrscheinlich noch, wie das in FC24 aussah. In älteren Teilen, das System ist sehr alt gewesen. Mal kamen neue Anweisungen dazu, mal kamen neue Taktiken dazu, etc., etc. Aber allem voran sind Dinge wie zum Beispiel die Anweisungen, Überbleibsel gewesen, die einfach seit 100 Jahren in diesem Spiel sind. Und genau das hat EA jetzt mehr oder weniger kernsaniert und hat sich da allen voran beim Football-Manager der letzten Jahre ein bisschen abgeguckt, beziehungsweise ein bisschen inspirieren lassen. Das ist ja auch nichts Verkehrtes, denn der Football-Manager macht ja auch vieles richtig. Das heißt, wie können wir jetzt, wie wir hier an diesem Bild sehen können, einmal unsere Taktik einstellen, unserer Spieler, wie sie sich ohne den Ball bewegen sollen und wie sie sich einmal mit dem Ball bewegen sollen. Das heißt, wir haben im ersten Moment auf der linken Seite eine Voreinstellung, wo wir sagen können, okay, wir wollen unsere Taktik selber custom anpassen, welche Formation wollen wir spielen, wie ist der Build-Up-Style, hier gibt es dann wiederum direkte Pässe ja nicht mehr und Defensive Approach, das ist unsere Pressing-Linie, die wir selber auch wieder einstellen können, wie hoch wir selber pressen, wie sich das Ingame verhält, muss man mal gucken. Aber allem voran sehen wir dann eine Übersicht, wo unsere Spieler stehen, welche Anweisungen sie haben. Und das kann man dann immer wiederum nochmal unterteilen unter Build-Up, Balanced und Defense, beziehungsweise Attacking oder so ein Kram. Ne? Je nachdem, welche Spielerrolle was zulässt. Was ebenfalls sehr schön ist, wir sehen hier unten dann immer eine kurze Zusammenfassung mit 3 Dingen, die unsere Formation auszeichnet, also wo unsere Stärken liegen und aber auch 3 Dinge, die man im Auge behalten muss, wo man auch Schwächen vom Spiel aus identifiziert an der Formation sieht. Hinzu kommen dann neue Spielerrollen. Die sind ebenfalls hier auf dem nächsten Bild zu sehen. Das heißt, wir sehen, und das ist jetzt die Anlehnung an FC25, sondern den Football Manager, wir sehen, dass wir den Spielern jetzt Anweisungen geben können, die sich jetzt ein bisschen anders verhalten. Denn es sind sogenannte Spielerrollen. Hier gibt es jetzt ähnlich wie bei den Playstyles sogenannte Abstufungen. Jeder Spieler hat eine Spielerrolle. Das heißt, er kann auf einer bestimmten Position eine bestimmte Rolle definitiv spielen. Dann gibt es die Spielerrolle Plus. Das heißt, er kann die Rolle ein bisschen besser spielen. Das heißt, dass er sich ohne Ball besser bewegt. Und dann gibt es die Rolle Plus Plus. Sorry. Wie jetzt beispielsweise hier bei Vinicius Junior. Das heißt, er bewegt sich in dieser Rolle so gut wie perfekt. Und ist da Masterclass. Auch hier wieder kurze Zusammenfassung, was bedeutet diese Anweisung, dann Balanced, was bringt es mit sich, wo liegen die Stärken, wo liegen die Schwächen. Sehr coole Sache, weil nicht nur die Änderung, also uns wird die Änderung erklärt, aber wir kriegen auch automatische Informationen mit, was diese Änderung für Benefits mit sich bringt und wo der Nachteil beispielsweise liegt. Vinicius Junior, die meisten von euch wissen, ist linker Flügel, der nach innen sehr gut cutten kann, gute Laufwege hat, etc., etc., ist hier dann beispielsweise mit Plus Plus ausgestattet, dementsprechend bewegt er sich in dieser Rolle absolut perfekt.
Wenn wir ihn jetzt wiederum auf dem rechten Flügel setzen, die Position, die er selber nicht spielen kann, weil er kann linker Flügel und Stürmer spielen, linker Flügel seht ihr hier oben, Stürmer ist wiederum hinter der Kamera, dann wäre er wiederum automatisch out of position und er kriegt nicht den Benefit. Das heißt, er bewegt sich deutlich, deutlich schlechter. Das heißt, sollten wir jetzt Spieler out of position spielen in FC 25, sollten sie sich eine ganze Ecke schlechter bewegen, beziehungsweise sie bewegen sich okay, aber alle anderen in ihrer normalen Rolle oder Rolle plus plus bewegen sich viel, viel besser. Wichtig. Alle Spieler haben normale Rollen und eine Rolle als Rolle Plus. Und das alles andere darüber hinaus wird dann natürlich durch weitere Events etc. etc. wie Playstats bei den jeweiligen Spielern verbessert. Das heißt, hier sehen wir dann zum Beispiel Willi in der Rolle Plus Plus, Bellingham als Halfringer in der Plus-Variante, Rüdiger Defender, Militao Defender in der Plus-Variante, Mondi als Fullback ebenfalls in der Plus-Variante. Und bei den anderen sehen wir keinen Plus, weil sie dann Anweisungen haben, die sie spielen können, aber sie bewegen sich eben nicht Weltklasse, sondern sie bewegen sich einfach nur in Ordnung. Als kurze Zusammenfassung. Hier sehen wir dann jetzt beispielsweise auch neue Smart Tactics. Das heißt, die Art und Weise, wie wir über Steuerkreuz unsere Taktiken selber anpassen können. Wichtig, hier arbeitet ihr mit einem KI-System, wo ich sehr, 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 sehr skeptisch bin. Denn das Spiel schlägt uns selber vor, gemessen daran, wie wir spielen und wie unser Gegner spielt, wie wir dagegen spielen können. Das heißt, das Spiel schlägt Tiki-Taka vor oder beispielsweise Park the Bus. Dann kann man den Fokus auf Defending setzen und unten sehen wir noch die Einwechslung, die wir letztendlich zur Verfügung haben. Das Ganze ist jetzt nur ein, ist jetzt nur ein Beispielbild. Na, das heißt, das Spiel analysiert, wie spielen wir, wie der Gegner und macht uns dahingegen Taktikvorschläge. Ich bin ehrlich, ich halte nicht sonderlich viel davon, denn meiner Meinung nach ist die taktische Komponente in FC 24 sehr, 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 sehr stark. Wenn ich selber viele Taktiken gut spielen kann, ich den Gegner gut lese, ich liege gerade hinten und ich sage selber, alles klar, ich werfe jetzt alles nach vorne, ich glaube, ich kann den Gegner damit knacken und ich packe das, dann habe ich im richtigen Moment den Gegner gut eingeschätzt, die richtige taktische Entscheidung getroffen und konnte dadurch das Spiel drehen. Das heißt, ich habe eine Menge richtig gemacht in einem Spiel, wo ich eh schon recht wenig Kontrolle habe, denn ich kann ja immer nur einen Spieler spielen. Auf der anderen Seite, wenn das in FC 25 das Spiel für mich übernimmt und mein Gegner beispielsweise zurückkommt, nicht weil er selber eine gute Taktikidee hatte, sondern weil das Spiel ihm die vorgeschlagen hat und er sie einfach nur übernommen hat, klar muss er immer noch mit den Spielern laufen und das Tor schießen, aber gegebenenfalls checkt das Spiel eine Änderung, die er selber niemals machen würde. Das nimmt meiner Meinung nach taktische Tiefe aus dem Spiel, gerade gegenüber Leuten, die sehr viel sich mit dem Spiel beschäftigen, sehr viel Ahnung haben von dem Spiel und sich dementsprechend eher zugunsten den Leuten stellt das neue System, die eben nicht ganz so viel Ahnung von dem Spiel haben. Also alles in allem eine nette Änderung und ich kann verstehen, was ihr mir damit bezwecken möchte, aber hier ist für mich das Rabbit Hole, wie man ja so schön sagt, ja, oder der Preis, den man dafür langfristig bezahlt, ganz, 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 ganz schwierig. Also schauen wir mal, wie sich das entwickelt, aber das ist das Feature einmal kurz zusammengefasst. So, dann gibt es eben die drei Säulen auf die, ja, das ist ja das Dreieck, mit dem ihr jetzt ja seit FC oder seit der FC-Reihe arbeitet, auf dem das ganze Spiel aufgebaut ist. FCIQ, Playstyles, Hypermotion V, was dann natürlich einmal die Playstyles sind, die kennen wir seit dem letzten Layer. FCIQ habe ich gerade erklärt und Hypermotion V ist dann alles technologische Geschichte, was Animation, Abläufe, KI angeht, blabliblub. So, die Playerrollen verhalten sich jetzt wie folgt, um nochmal ganz kurz auf SCIQ zu sprechen zu kommen. Hier sehen wir beispielsweise, wie sich ein Rechtsverteidiger im Spiel verhält, wenn er als Fallback eingestellt ist. Also eher als defensiver Rechtsverteidiger. Hingegen auf der anderen Seite haben wir einen Linksverteidiger als Attacking Wingback. Das heißt, die Ausführung, wo er sich selber schon positioniert ohne den Ball, ist deutlich, deutlich offensiver und er schiebt deutlich mehr nach vorne. Das heißt, hier sehen wir die Änderung dann automatisch nicht nur am Anfang im Menü, ja, wie uns das Ganze ja vorhin schon gezeigt wurde, anhand der grünen Kacheln, sondern auch die Umsetzung auf dem Platz ist dann dementsprechend, sofern die Rolle stimmt, deutlich, deutlich realistischer. Zum Beispiel der Mittelfeldspieler als Halfringer, was wir vorhin auch auf Bellingham gesehen haben, zieht dann auch wirklich deutlich weiter nach außen und reißt ganz andere Lücken. Also eine sehr interessante Sache. Schauen wir mal, wie sich das letztendlich alles verhalten wird. Hier sehen wir dann unter anderem nochmal eine kurze Zusammenfassung seitens zum Beispiel Real Madrid. Ohne den Ball, hier haben wir dann Vinicius Junior, Rodrigo vorne im Sturm, dann haben wir Bellingham als Shadow Striker, was er dann als Plus Plus hat, Kroos mit Deep Lying, Valverde Deep Lying, Rüdiger, Militao, Cavarral dann wiederum als Attacking. Wieder positive Sachen, negative Sachen, etc. etc. Sehr coole Sache, ich freue mich da extrem drauf und ich hoffe, dass EA das gut gebalanced bekommt. Na, da muss man mal schauen, wie sich das alles letztendlich verhält. Hier sehen wir nochmal eine Übersicht aller Rollen. Das könnt ihr euch jetzt gerne nochmal in Ruhe angucken. Aber alles in allem würde ich sagen, gehen wir nochmal wirklich drauf ein, wenn das Spiel dann letztendlich draußen ist. Dann widme ich eben dem Ganzen nochmal ein wirklich sauberes Video. Hier sehen wir nochmal die Infos, die ich hier gerade euch schon mal gegeben habe. Das heißt, die Rolle in der Plus-Variante und die Rolle in der Plus-Plus-Variante plus Out of Position. Das ist das, was ich gerade schon gesagt habe. Jeder Spieler hat eben eine Rolle, die er spielen kann. Jeder Spieler hat auch eine Rolle in der Plus-Variante.
wo er sich dann auch automatisch besser bewegt, weil das ist ja nun mal seine Main-Rolle, beziehungsweise seine Main-Position und eben seine Stärke in Form von der Rolle, die das Spiel dann hergibt. Und Plus Plus ist dann eben für die Weltklasse-Spieler vorgesehen. So, hier sehen wir das dann einmal. Roll Base, Roll Plus, Roll Plus Plus, Out of Position, immer mit dem Ausrufezeichen. Ne? Das heißt, überall wird das Positioning immer besser, außer bei Out of Position, da ist es dann einfach am schlechtesten. Macht Sinn? Dementsprechend ist dann das Ganze hin und her schieben, wie ich stelle einen Rechtsverteidiger ins ZDM, weil der ganz coole Stats hat, wiederum eher ein Nachteil als ein Vorteil. Wie sich das in-game anfühlt, müssen wir letztendlich schauen. So, hier haben wir noch weitere Taktikeinstellungen, wie man alles einstellen kann und was für Möglichkeiten es da letztendlich gibt. Direct Play, Formation, Build-Up-Style und hier Defensive Approach, was ich ja schon meinte. Die Linie, die wir selber verschieben können. Sieht ganz nett aus, muss man schauen, wie sich das alles letztendlich anfühlt. Unter anderem haben wir das Taktikmenü, auch da bin ich gerade schon eingegangen, wo wir natürlich trotzdem immer noch unsere Presets selber aus- bzw. einstellen können. Hinzu kommt, dass wir jetzt noch mehrere Untermenüs haben, die ein bisschen schöner aussehen und uns mehr Einstellungsmöglichkeiten geben, plus wir auch aus diesem Menü heraus deutlich einfacher auswechseln können. Auch das hört sich ganz gut an. Generell sollen diese Änderungen auch deutlich schneller auf dem Platz umgesetzt werden, gerade dann, wenn wir eine Formation ändern. Aber auch hier, hätte Fahrradkette, müssen wir schauen, wie sich das alles auf dem Platz letztendlich verhält. So, Hypermotion und Playstyles ist ja letztendlich schon bekannt. Hier ist jetzt wieder viel PR-Gebabbel. Man möchte so realistisch sein wie nur möglich. Man will, dass sich die Spieler so authentisch bewegen, wie es nur möglich ist. Und auf der Next-Gen-Technology arbeiten sie mit volumetrischen Daten, die alles aus dem Real-Life übernehmen und capturen, weil sie das Bildmaterial zur Verfügung haben, etc. etc. Sehen wir auch 1, 2, 10 Szenen wieder aus dem Real-Life, die sie wieder 1:1 ins Spiel eingebaut haben. Das sieht wirklich unfassbar beeindruckend aus, aber alles in allem muss man einfach schauen, wie es sich natürlich immer anfühlt. AI Mimic ist auch ein neues Feature, was es dahingehend gibt, wo es 200 neue Animationen gibt, beziehungsweise Abläufe, beziehungsweise Oberkörper in der Art und Weise, wie sie sich bewegen können, etc. etc. Allein im Frauenbereich und bei den Männern liegen wir mittlerweile bei über 1800 Spielern, die dementsprechend auf eine Art und Weise in Anführungsstrichen gecaptured sind. Nun kommen wir zu den Playstyles von den Torhütern, die jetzt sich dieses Jahr ein bisschen anpassen. Es gibt jetzt dieses Jahr erstmals endlich auch Playstyle Plus bei den Torhütern. Das heißt, Torhüter können dieses Jahr sich deutlich besser über ihre Playstyles definieren. Und hier haben wir beispielsweise Footwork. Wird der ein oder andere noch kennen, eben aus diesem Jahr, aber allen voran aus älteren Teilen. Da war es nun mal so, dass eben die Fußabwehr, gerade in FIFA-Teilen, wo der flache Schuss deutlich stärker war, ganz, 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 ganz essentiell war. Damals war es natürlich kein Playstyle, sondern es war damals eine Eigenschaft. Ja, nennen wir es jetzt einfach mal. Ich glaube, sogar im Deutschen hieß es sogar wirklich so. Das heißt, dieses Mal wird aber hier nochmal ein bisschen weiter dran getüftelt und gearbeitet, denn EA hat den Torhütern ein bisschen mehr Liebe dieses Jahr gegeben. Ist jetzt wiederum Auslegungssache, was man da hineininterpretieren möchte. Das Ganze bedeutet natürlich, dass eben die Reichweite bei der Fußabwehr deutlich weiter ist und dass sie schneller reagieren. In der normalen Variante, in der Plus-Variante natürlich nochmal ein bisschen mehr. Wird hier oben jetzt auch nochmal beschrieben. Rush-Out bedeutet wiederum, dass der Keeper schneller rauskommen kann, schneller reagiert und die Situation besser lesen kann. Auch das wird in der normalen Variante verbessert, in der Gold-Variante natürlich nochmal weiter verbessert. Dann gibt es Deflektor und das kann ich euch jetzt schon sagen, hört mir gut zu. Deflektor wird der beste, wahrscheinliche Playstyle sein eines Torhüters. Denn der ermöglicht es uns, sehen wir auch wiederum in den Gameplay-Trailer, dass der Torhüter den Ball versucht, in einen Bereich abzufälschen oder wegzufausten, wo kein Gegenspieler steht. Das heißt, wie der Name Deflektor halt schon sagt, probiert er den Ball irgendwo wegzubuxieren, nenne ich es jetzt einfach mal, dass kein Gegner sofort rankommt und den Ball, sagen wir mal, direkt ins Tor schießen kann. Dort gab es eine Vergleichsszene, wo der Ball dann einmal weggefaustet wurde, mehr oder weniger zu einem Gegner. Der konnte dann ein Tor schießen. Beim nächsten Mal faustet er den Ball weg mit dem Playstyle. Der Ball fliegt irgendwo ins Nirvana, wo einfach niemand steht. Das macht einen Riesenunterschied und sollte allen voran diese Rebounds beim Keeper deutlich, deutlich, deutlich minimieren. Mal schauen, wie es sich in der Silbervariante anfühlt und der Unterschied zur Goldvariante. Aber hier könnt ihr direkt von vornherein drauf achten. Also, wenn ihr die Torhüter nicht häufig rauskommt, Fußabwehr plus Deflektor ist nearly the way to go. Crossclaimer ist, dass die Keeper bei den, oder dass die Keeper die Flanken besser lesen können, dann dementsprechend rauskommen und den Ball, wenn sie ihn wegfausten, auch weiter wegfausten. Ne, in der normalen Variante, in der Gold-Variante natürlich nochmal ein bisschen besser. Und dann haben wir noch Far Reach, ebenfalls ein neuer, sehr, 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 sehr höchstwahrscheinlich starker Playstyle. Hier hieß es anfangs von Elixir und allem drum und dran, dass dieser Playstyle eher für kleinere Keeper gedacht ist. Hiervon steht davon allerdings nichts. Das heißt, sie können ein bisschen besser springen und allen voran kommen sie besser, weil sie sich weiter strecken können, nenne ich es jetzt einfach mal, noch in Bereiche des Tores, wo ein normaler Keeper einfach nicht mehr rankommt.
Das heißt, im ersten Moment hieß es, dass das dabei helfen soll, die kleinen Frauen und kleinere Keeper generell spielbar zu machen. Siehe zum Beispiel Campos von den Männern, der ja auch eine Hero-Karte hat und oder die ganzen Mädels-Keeper. Aber hier steht nichts bezüglich einer Größe und allem drum und dran. Also sollte Far Reach auch für alle verfügbar sein, ist Far Reach mit Deflector the way to go. Je nachdem, wie die flachen Schüsse funktionieren, ist dann auch noch Footwork sehr, sehr stark. Hier müssen wir schauen, wie sich das anfühlt und allen voran, wie sich das wirklich umsetzt. Denn wie gesagt, bezüglich einer Größe oder dass es ausschließlich für die Frauen ist, steht hier gar nichts. Far Throw ist, denke ich mal, selbsterklärend. Wir können weiter den Ball wegwerfen. Und dementsprechend sind wir dann die neuen Playstyles, beziehungsweise generell die Playstyles für die Torhüter einmal komplett durch. Nun sind wir im Attacking-Bereich und im Passing-Bereich, beziehungsweise auch dem Unterbereich Passing Accuracy Changes. Hier zeige ich euch direkt ein Video, weil wir den ganzen Text automatisch wieder skippen können. Hier sehen wir jetzt ein Video seitens EA, was die Pässe in FC 24 gezeigt hat. Das heißt, hier wird ein Ball aus der Halbdrehung gespielt, der natürlich sehr unrealistisch ist. Dieses Szenario, was wir hier sehen, ist immer unter denselben Bedingungen, derselbe Spieler, immer in diesem Moment. Ja, das heißt, alles, was wir hier sehen, ist immer geskriptet, damit EA selber mal gucken kann, wie sich das alles wirklich verhält, was sie letztendlich ändern. Und da sehen wir gleich nochmal ein, zwei Beispiele, die sehr interessant sind. Hier sehen wir dieselbe Situation und der Ball geht einfach ins Aus. Ist realistisch. Ja, Spieler, und das machen haufenweise Leute, vor allem, weil sie natürlich wissen, dass es funktioniert, aber gerade dann, wenn das Spiel hektisch wird, neigt man dazu, eben Fehler zu machen im Passspiel. Man ist nicht richtig ausgerichtet und man wird trotzdem dafür belohnt. Und das ist gerade für gute Leute, die sehr stark auf die Ausrichtung achten und dementsprechend auch so verteidigen, immer sehr fatal. Wenn eben, wie gesagt, der Gegner aus einer Situation passt, wo ich selber denke, niemals kann er da jetzt passen. Das heißt, ich stelle vom Kopf her den Passweg gar nicht zu, weil er unrealistisch ist. Und der Gegner kann er trotzdem lang passen, ist es natürlich schwierig. Hier muss man aber natürlich immer berücksichtigen, wie sich das Ganze verhält, wenn die Spieler irgendwann die ganzen Pass-Playstyles haben und auch 99er Pass-Stats. Aber Stand jetzt geht der Ball einfach ins Aus. Das ist eine sehr gute Sache. Hier sehen wir jetzt wiederum einen direkten Pass, den er auch aus der Halbdrehung spielt. Kriegt nicht richtig Druck dahinter, der Ball eben sofort weg. Und auch genau so sollte es sein. Jetzt sehen wir hier eine Situation, wo EA simuliert. Das heißt, und das ist ein sehr gutes Beispiel, um zu verstehen, wie das Passspiel letztendlich funktioniert. Der probiert den Ball unter Bedrängnis auf den linken Flügel rauszuspielen. Jetzt sehen wir hier ganz viele blaue Linien, die hinter der Kamera noch ein bisschen weiterreichen. Das heißt, wir sehen, wo der Ball, hier hinten seht ihr das, wirklich hindroppt. Das sind wahrscheinlich 100 Versuche. Diese Situation, also so unrealistisch können wir das ja gar, also so, wie soll man das sagen? Wir selber können die Situation ja nicht nachstellen. Das heißt, EA hat dieselbe Situation 100-mal abgespielt und geguckt, wo der Ball jedes Mal hingeht und dann die Daten mit uns geteilt. Das heißt, die blauen Dinger sind der Spread, die weiße Linie ist die optimale Linie, wie der Ball perfekt normalerweise kommen würde. Jetzt sind wir in FC 25 Best Passer. Er knallt den Ball rüber, der Ball kommt an, geile Flugbahn, sieht natürlich gefährlich aus, muss man gucken, wie es sich verhält. Das war wiederum aber Best Passer. Wahrscheinlich ein Spieler, der im Best-Case-Szenario die Playstyles dafür hat, aber einfach natürlich auch die Pass-Stats. Jetzt kommt in FC 25 jemand, der die Stats und nicht die Playstyles hat. Und hier sehen wir, geht der Ball einfach ins Aus. Plus der Spread der blauen Linien ist einfach viel, 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 viel breiter. Und das ist etwas, was man verstehen muss, warum normalerweise das Spiel einfach nichts mit E-Sport zu tun hat. Egal wie gut meine Kontrolle ist, egal wie gut ich mich ausrichte, egal was ich am Controller eingebe, egal wie gut ich ziele, es ist immer ein Random-Faktor dahinter, weil so eben das System, aber auch die Ingame-Stats einfach funktionieren. Dementsprechend werden natürlich Spieler mit besseren Stats mehr belohnt. Das ist völlig in Ordnung. Das heißt, wenn irgendein Hans Franz einen weiten Ball nach außen schlagen möchte, die Wahrscheinlichkeit, dass er gut ankommt, ist einfach sehr, sehr schwierig. So, jetzt sieht es noch so aus, dass es sogenannte Slip-Animations gibt, wo Spieler ausrutschen. Das Ganze ist aber nur bei Regen und bei Schnee. Müsst ihr keine Angst vorhaben, das funktioniert nur im Karrieremodus und in Offline-Partien. Das Ganze ist nicht in Online-Partien. Das könnt ihr selber auch jederzeit ausstellen und ist einfach nur visuell, hat aber keinen Einfluss auf den Pass oder sonst so etwas. Anders als andere Dinge, wo wir später nochmal kurz drüber quatschen werden. Dann hat EA einen kompletten Shooting-Bereich hier auch nochmal, oder hat sich in diesem Artikel auch nochmal dem Shooting-Bereich letztendlich gewidmet. Und ich bin ehrlich, FC 24 ist im Schussbereich ziemlich, ziemlich, ziemlich bad gewesen. Das muss man einfach ganz klar sagen. Im Verhältnis zu FC 23. Wieso, weshalb, warum, habe ich schon häufiger aufklamüstert. Und deswegen bin ich umso trauriger, dass EA hier nichts mit uns geteilt hat, außer ein paar grundlegende Informationen. Aber keine Bilder, kein bewegtes Material, gar nichts. Ich hoffe, da passiert noch irgendwas. Es geht letztendlich aber auch darum, dass die Ausrichtung beim Schießen und beim Passen deutlich, deutlich wichtiger wird. Also alles, was sie beim Passsystem neu eingebaut haben, betrifft auch die Schüsse.
Das heißt, Pässe aus der Halbdrehung oder aus beschissenen Positionen, wo wir eben nicht so gut ausgerichtet sind, auch unter Druck sind, kommen die Bälle deutlich schwächer. Das ist per se erstmal gut, weil es einfach nichts Nervigeres gibt, als wenn jemand aus der 180-Grad-Drehung schießt und das Ding mit 1 Milliarden km/h einfach oben in den Giebel knallt. Das kann mal passieren, aber es ist einfach sehr, 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 sehr unwahrscheinlich. Ist ja auch nochmal ein bisschen Realismus, den der Spieler irgendwo mitbringen möchte und den er auch auf jeden Fall abdecken sollte, weil, wie gesagt, das kannst du einfach nicht predikten, weil es einfach eben unrealistisch ist, wenn man sich mit der Thematik beschäftigt. Jetzt sieht es aber so aus. Jetzt muss ich gucken, ob ich das einmal ganz kurz finde. Ja, hier. Off-Balance Follow-Through. New to the game, players can now trigger off-balance animations. Das heißt, man kann scheinbar, also es klingt für mich danach, da muss man mal gucken, wie sich das verhält. Das ist jetzt Interpretationsspielraum, weil ich es nicht ganz verstehe. Deswegen hätte ich gerne bewegtes Bildmaterial gesehen. Man kann scheinbar Animation triggern als Spieler, die eben off-balance sind. Das heißt, ich weiß, ich schieße jetzt aus einer ungünstigen Position, ich bin unter Druck, ich bin aus der 180-Grad-Drehung, dass ich irgendwas drücken kann, um dafür bestimmte Animationen eben triggern zu können, damit der Spieler eben schon eine Animation abruft, die eigentlich eher schlecht ist, aber ich gegebenenfalls davon profitiere. Ja. This feature takes into account the angle and power of the shot, adding another layer of depth to shooting mechanics. Keine Ahnung, was ich davon halten soll. Alles in allem ist der Rest, der hier geschrieben wird, halt eher das, was ich gerade schon zusammengefasst habe. Muss mal gucken, wie es sich anfühlt. Ja, ist letztendlich eine Sache für sich. Dann kommen wir zum neuen Dribbling-System. Hier möchte EA wieder das Dribbling ein bisschen reaktiver machen, allem voran in den 180-Grad-Drehungen. Und hier können wir uns angucken, wie das in FC 24 aussah, wenn man läuft und man will direkt in die andere Richtung laufen, dann ist die Animation sehr langsam, sehr sluggish gewesen und man hatte letztendlich wenig Kontrolle. In FC 25 sieht das Ganze schon deutlich, deutlich besser aus und die Ballführung ist deutlich enger, was ich gut finde. Die Animation sieht auch wirklich, wirklich gut aus und allen voran gibt es einem natürlich auch die Möglichkeit, auf engeren Raum nicht immer nur diese Schlängelinien zu laufen mit R1 und zu schauen, dass man bestimmte Lücken erschließt, sondern du kannst auch wirklich mal mit dem linken Stick wieder die Richtung ändern. Auch hier wieder muss man gucken, wie sieht es aus mit Spielern, die größer sind, die kleiner sind und allen voran, wenn sie die richtigen Dribbling-Stats haben. So, nun sehen wir gleich nochmal eine andere Situation, die jetzt sehr wild aussieht. Aber auch hier ein guter Turn. Der Spieler schließt die Richtung, er sieht, wo der Verteidiger hingeht und kann dann entsprechend, wenn der Spieler wahrscheinlich die Stats hat, sich sauber drehen, um dann in den Raum reinzugehen. Finde ich auch sehr gut. Sieht vielleicht im ersten Moment ein bisschen okay aus, aber auch hier wieder, man muss es natürlich richtig lesen können, man muss die Eingabe am Controller richtig machen, man muss das Timing haben und man muss es richtig umsetzen. Wenn man es hat, warum sollte man nicht davon belohnen, beziehungsweise warum sollte man nicht davon profitieren dürfen und am Ende dafür belohnt werden? Spricht erstmal für mich nichts gegen. Dann wurde das Effort-Dribbling nochmal angepasst, das ist das R1-Dribbling, wiederum mit dem rechten Stick, also R1 gedrückt halten, dann mit dem rechten Stick. Eher uninteressant, hat kaum jemand benutzt, muss mal gucken, wie sich das alles verhält. Dann wurde, und das sind zwei Dinge, die sehr, 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 sehr interessant sind, die könnt ihr euch auf jeden Fall jetzt schon mal unter die Löffel schreiben. New animations were added for first touches for both ground and aerial passes. Der First-Touch-Playstyle bekommt neue Animationen, gerade zu Release. War der normale First-Touch-Playstyle, aber einfach an der goldene, richtig, richtig sick, weil die Spieler den Ball besser annehmen konnten. Ihr konntet die fast immer mit dem E1-Ball anspielen und dadurch haben sie auch nochmal ihr, also auf den ersten 2-3 Steps wurde ihr Dribbling verbessert. War gerade auch für Spieler, die ein bisschen unbeweglicher waren, richtig cool, aber allen voran am Anfang zum Beispiel die Rodrigo-Karte, die da als Rulebreaker kam und der Alvarez als SPC, habe ich absolut geliebt, weil sie eben diesen First-Touch-Playstyle haben. Da wird weiter dran getüftelt, neue Animationen für eben Bälle auf dem Boden, aber auch wiederum Bälle, die dann aus der Luft kommen. Bin ich sehr gespannt, wie sich das anfühlt, eine sehr coole Änderung. Und das Ding ist wahrscheinlich ein richtiger Game-Changer. Den R1-Ball, den man durchlassen kann. Ist in älteren FIFA-Teilen sehr, sehr interessant und sehr stark gewesen. Das heißt, da war man in der da hatte man die Möglichkeit, wenn der Ball dicht an einem dran war, R1 zu drücken, dann hat der Spieler den Ball durch die Beine durchgelassen und an sich vorbei. Und ihr seid dann automatisch am Gegner vorbeigekommen, wenn er eben aktiv auf euch draufgelaufen ist. Das Problem ist, die Animation wurde mit den Jahren immer ein bisschen weiter angepasst und dann irgendwann gar nicht mehr. Das heißt, sie ist mit dem ganzen Spielfortschritt und den neuen Animationen nicht ganz mitgegangen. Das heißt, in den seltensten Fällen war es sinnig, den Ball wirklich durchzulassen, weil eben die Animation viel zu statisch war und der Verteidiger, wenn er es gut antizipiert hat, sofort den Ball hatte und er war einfach weg. Nun sieht es so aus, dass wir die Animation selber triggern können. Das heißt, damals oder normalerweise haben wir R1 gedrückt und ab einer gewissen Distanz zum Ball wurde die Animation immer ausgeführt. Jetzt können wir die Animation selber ausführen. Das heißt, wir können selber ein, zwei Schritte entgegengehen, dann sofort R1 drücken. Der Spieler bewegt sich, der Gegner denkt, oh, der will den Ball durchlassen, beziehungsweise der macht jetzt irgendwas, reagiert darauf, dann
habt ihr den damit schon verladen. Nur weil ihr die Animation getriggert habt, nehmt den Ball und könnt weiterlaufen. Also das klingt jetzt ein bisschen komplizierter, als es ist. Man muss es denn auch lernen, umzusetzen. Aber das ist eine riesige Änderung, die sehr stark ist und die euch viele, viele, viele Räume verschaffen wird. Sehr, 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 sehr cool und ist meiner Meinung nach auch ein Skill-Gap, weil, wie gesagt, der Verteidiger muss es gut lesen können, den könnt ihr gut verladen, aber ihr müsst es selber als Angreifer gut timen können. Dementsprechend freue ich mich auch hier früher oder später auf bewegtes Bildmaterial. Dann haben wir neue Skill-Moves, die sehen wir hier auch schon im Video. Das ist einmal die Big Feint, die neu ist. Das ist ein 2-Sterne-Skill. Boah, ist okay, aber ich glaube nicht, dass die sonderlich stark sein wird, weil zu speziell. Dann haben wir Stop and Go. Stop and Go ist etwas, was man selber schon triggern konnte, wenn man bestimmte Skills gecancelt hat. Wenn ihr den rechten Stick zweimal nach hinten gedrückt habt, konntet ihr die Animation canceln. Die sah dann ähnlich aus. Oder wenn ihr einen Heal-to-Heal gecancelt habt, direkt am Anfang, habt ihr auch diese Animation hinbekommen. Die war sehr stark. Ich habe sie gerne unregelmäßig, regelmäßig benutzt. Aber hier haben wir natürlich eine Eingabe, die dann deutlich einfacher ist. Das Ganze sehen wir dann auch nochmal hier oben, aber dazu später mehr. Dann haben wir den Step-Over-Ball, der sieht wieder in einer sehr starken Richtungsänderung aus, erinnert mich aber auch an den neuen L2-Skill, der letztes Jahr kam, und der 5-Sterne-Skill, Toe-Drag-Step-Over. Der wiederum sieht sehr wild aus. Da muss man mal gucken, wie er sich in-game verhält. Ich bin ehrlich, ich kann es nicht ganz einschätzen, aber der hatte Potenzial, sehr eklig zu werden, weil wir eine leichte Richtungsänderung haben, aber bevor diese kommt, wird eine andere Richtungsänderung angetäuscht. Ist ein 5-Sterne-Skill, muss man mal schauen, wie er sich verhält. Aber alles in allem muss man immer skeptisch sein, denn wie gesagt, bei neuen Skills ist immer einer oder zwei dabei, die er nicht wirklich gebalanced bekommt und die dann ziemlich, ziemlich unangenehm werden. Unter anderem werden noch weitere Skills angepasst, das ist aber nicht wirklich der Rede wert. Und dann sind wir auch schon im Defending-Bereich. Hier arbeitet EA auch wieder daran, dass alles realistischer wird, wir neue Animationen haben, dass wir selber mehr Kontrolle haben, auch in der Art und Weise, wie wir den Spieler wechseln können und wie wir mit den Spielern arbeiten können. Finde ich sehr gut, denn ich bin ehrlich, in FC24 ist das Wechselsystem mit den neuen Änderungen absolut scheiße gewesen. Es hat teilweise beschissen funktioniert und das Wechseln war einfach nur teilweise sehr, sehr nervig, weil man häufig keine Kontrolle hatte. Hier sieht es so aus, dass sich EA der Sache angenommen hat und dass das alles besser werden soll. Wie sich das verhält, wird sich letztendlich zeigen. Und dann kommen wir auch schon direkt zu der Mechanik, die wahrscheinlich für am meisten Kopfschmerzen bereiten wird. Das ist das sogenannte Professional Foul. Wir können eine gelbe Karte mehr, oder wir können ein taktisches Foul ziehen. Das Ganze sieht dann wiederum wie folgt aus. Vinny ist durch, wir laufen ihm hinterher, wir ziehen am Trikot, weil wir anders nicht mal an ihn rankommen, wir reißen ihn zu Boden und nehmen natürlich automatisch die gelbe Karte mit. So kann sich das verhalten. Plus, hier sehen wir gleich auch noch eine andere Situation, müsste es sein, wo wir ihn wirklich hinten dann einmal ganz kurz reintreten, ihm Gehfehler geben, dass er nicht durchkommt. Das hat natürlich extremes Potenzial, wie soll ich das sagen? Extremes Potenzial, die Gegner natürlich zu triggern. Wenn jemand nicht mehr richtig spielen möchte, wenn er euch abfacken möchte, etc., etc. Ich bin ehrlich, bis dato war es dann einfach der Fall, dass die Gegner random reingegrätscht haben und euch damit probiert haben abzufacken. Hier ist das Ganze jetzt ein bisschen nachvollziehbarer, weil du dann eher eine Logik hast Richtung, okay, jetzt sieht ein taktisches Foul, das ist automatisch gelb. Bei dem anderen war es immer so, warum ist das nicht rot, warum ist das nicht rot, etc., etc. Wobei man hier natürlich auch schauen muss, wie es mit letztem Mann ist, blablablub. Ja, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich bin sehr, sehr skeptisch. Muss man schauen, wie die Community das Ganze annimmt. Aber das Trollpotenzial ist, wie gesagt, riesig. Denn man muss immer bedenken, das Ganze ist zwar realistisch und das kann ganz cool sein, aber unterm Strich ist die Community sich nicht so schade, zumindest viele, ja, über jeden Schatten hinauszuspringen, um eben die Gegner so sehr zu triggern und abzufacken wie nur möglich. Und das ist definitiv ein Tool, was da weiterhilft. Was ich aber nochmal ganz kurz zu den Skills sagen muss, was für mich auf keinen Fall verständlich ist, ist die Tatsache, dass wir nach wie vor ins dritte Jahr gehen, wo wahrscheinlich Übersteiger maximal OP sein werden. Seit FIFA 23 sind Step-Over eine Möglichkeit, wie man Tempo aufbauen kann. Das heißt, wir haben ja nicht nur eine Bewegung, die jeder Spieler ausführen kann, also den normalen Übersteiger, plus wir können mit ihm geradeaus weitergehen, nach links leicht ausweichen oder nach rechts, sondern wir bauen auch mit einigen Spielern Tempo auf, was absolut brutal ist. Und gerade mit Lengthy-Spielern konnte man das System extrem aushebeln. Das wird Stand jetzt scheinbar nicht angepasst und ist meiner Meinung nach eine absolute Katastrophe. Das will ich nochmal ganz kurz dazu sagen. So, ansonsten Reaction-Time-Modifier, Slide-Tackles werden weiter gearbeitet oder wird daran gearbeitet. Das sind Grätschen. Ich muss sagen, ich mochte in FC 24 Grätschen sogar relativ gern, auch schon nach Release. Mit beispielsweise Campbell und anderen Spielern, die Grätschen in der Plus-Variante hatten. Wenn die ein bisschen besser werden, why not? Shoulder-Challenges bekommen neue Animationen. Das ist, wenn ihr da selber schön am Rangeln seid. Und generell neuen Animation-Refresh, wo es wieder einige Sachen gibt. Dann Defensive-Awareness when beat. Das heißt, das Cutback, oder bei Cutbacks jetzt scheinbar erstmals auch nach 10 Jahren oder so ein Kram, die KI sich besser positioniert. Das heißt, sie kann den Cutback besser lesen
und stellt dann den Raum besser zu, aber allen voran stellt sie sich auch in den Bereich, wo eben der Gegner steht, ein bisschen besser hin, damit eben nicht so viele Tore einfach fallen durch eben, man geht auf die Grundlinie runter und spielt den Ball in den Rückraum. Sehr gute Änderung, muss man schauen, wie es sich anfühlt. Ich würde behaupten, dass man es trotzdem irgendwie aushebeln kann, aber alles in allem muss man mal schauen. Wenn es aber mehr Skill benötigt oder wenn er mehr Skill vom Spieler abverlangt wird, ist das Ganze ja vollkommen okay. So, ansonsten, Goalkeeper-Movement wurde ja auch noch angepasst. Das heißt, wenn wir selber den Torwart moven, konnten wir den ja frei moven in einem relativ soliden Tempo in FC 24, wie wir es wollten. Es war teilweise absolut nervig und allen voran, weil das Keeper-Movement auch Einfluss genommen hat, direkt auf die Animation des Schießens und wie der Schuss korrigiert wurde, gab es immer mal wieder Szenarien, wo der Gegner den Keeper falsch gemoved hat, aber ich trotzdem kein Tor geschossen habe, weil der Schuss einfach scheiße korrigiert wurde. Ist ein riesiges Problem gewesen, muss man mal schauen, wie sich ein SC25 verhält, aber hier sieht es jetzt so aus, dass wir den Keeper nur noch 2 Steps bewegen können, danach passiert erstmal gar nichts mit dem Keeper. Das heißt, wir bewegen ihn richtig, wir werden belohnt. Wir bewegen ihn falsch, wir werden dafür bestraft und danach geht er wieder in seine Grundausrichtung zurück. Sehr gute Änderung. Ich bin gespannt, wie sich das anfühlt, aber für viele wird dementsprechend Keeper-Movement absolut tot sein. Außer eben für wahrscheinlich sehr, sehr gute Spieler. Hinzu kommt, dass Keeper auch noch besser rauskommen können, dass sie die Distanz besser halten, um eben realistischer, sagen wir mal, wirklich rauszukommen, um nur den Winkel zu verkürzen. Und da muss man auch schauen, wie sich das anfühlt mit ein, zwei Situationen. Könnte ganz nett sein, kann realistisch sein. Ich weiß aber nicht, ob ich viel davon halte. Am Ende gibt es mir sicher wieder eine Möglichkeit, wie man um den Keeper drum rumkommt. Entweder es klappt gut oder auch nicht. Müssen wir mal schauen. Das Ganze ist dann hier nochmal thematisiert unter Goalkeeper Rush. Dann haben wir noch weitere Anpassungen am Keeper, die sind jetzt aber nicht unbedingt der Rede wert. Dann haben wir jetzt Set-Pieces, wo wir einstellen können bei Ecken, wo eben ein Spieler positioniert sein soll. Kurzer Pfosten an der Mitte, langer Pfosten, blabliblub. Ich bin aber sehr skeptisch. Hier steht nach wie vor Might not be available in all modes. Jetzt ist die Frage, auf welche Rollen bzw. welche Modi soll sich das beziehen, wenn nicht Ultimate Team in der Theorie? Weil, warum sollte man es aus dem Karrieremodus rausnehmen? Für Pro Club ist es irrelevant. Der einzige Moment, wo sagt vielleicht, ey, das könnte zu stark sein und wir kriegen es nicht gebalanced, wäre eigentlich in Online-Matches, also eher ein Ultimate Team. Muss man mal schauen. Ja, alles in allem aber eine gute Änderung, die schon lange, lange, lange gefordert ist. Muss man gucken, ob es, wie gesagt, ein Ultimate Team Eigenzug erhält. Ich wäre da momentan aber ein bisschen vorsichtig. Wir können jetzt beim Quick Free Quick auch die R1-Dreieckball spielen, um den Ball schneller zu einem Spieler zu bekommen. Bei Elfmeterschießen sieht es so aus, dass der Kreis, der immer kleiner wird, sich jetzt noch weiter danach richtet, wie hoch unser Ruhewert von einem Spieler ist. Dann haben wir noch ein paar Änderungen an den Regeln bezüglich Abseits, Vorteil und generell, wie uns teilweise Abseits angezeigt wird. Hier müssen wir mal gucken, ob das auch wirklich ein Ultimate Team in Online-Partien der Fall ist. Das heißt, hier haben wir die Möglichkeit, irgendwie zu sehen, ob ein Spieler, also dass es besser für uns nachvollziehbar ist, ob ein Spieler am Abseits ist oder nicht. Das heißt, this overlay adjusts the brightness and contrast of player items, ensuring that they stand out against the background, regardless of environmental conditions or the time of the match. Das heißt, hier kann das Spiel die Helligkeit von einem Spieler anpassen, um den Kontrast, um hervorzuheben, ob ein Spieler dann visuell im Abseits ist oder nicht, beziehungsweise dass er generell eher sichtbar ist. Muss man gucken, wie sich das anfühlt, ob das in Online-Partien der Fall ist, wie sich das Ganze wirklich verhält, da kann ich nichts zu sagen. Aber klingt ehrlich gesagt nicht verkehrt. Why not? Dann haben wir, wie gesagt, Aggressive Team, Player Foul Animations, Improvements to Foul Logic and Goalkeeper Dives, alles Dinge, worüber wir geredet haben. Red Card Advantage ist noch eine Änderung, die auch ganz nett ist. Das heißt, auch wenn es eine rote Karte gibt, kann man trotzdem noch den Vorteil geben, ausspielen und dann kommt trotzdem die rote Karte. Dann haben wir die Evil Engine. Das heißt, hier sehen wir doch mal eine Übersicht, wo die Pässe genau hingespielt wurden und wie der Ball letztendlich gespielt wurde. Das Player Movement, was weiter angepasst wurde, sowohl ohne den Ball, dann wiederum, wenn sie gegen den Pfosten laufen, wenn der Torhüter hinfällt und wenn der Spieler shieldet. Hier ist jetzt auch wieder relevanter, wie viel Ausdauer ein Spieler hat. Je weniger Ausdauer er hat, desto schlechter und schwächer wird sein Shielding. Und wir haben in normalen Modis, die nicht online ausgetragen werden, jetzt den Simulationsmodus, wo beispielsweise eben der Regen eine Rolle spielt, dass die Spieler ausrutschen können, der Schnee, wo der Wind eine Rolle spielt und diverse andere Faktoren. Plus, wir können das komplette Gameplay so realistisch einstellen, wie wir letztendlich wollen und feinjustieren. Eine sehr coole Sache, ist sehr, 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 sehr spezifisch. Aber ich bin ehrlich, was die Community da gegebenenfalls mit auf die Beine stellt und ob es denn da irgendwann irgendwelche ultra-realistischen Mods für gibt, die man sich dann bei sich im Karrieremodus anwenden kann. Hört sich auf jeden Fall ganz cool an.
Also das Ganze hier jetzt auch nochmal zusammengefasst. Hier mit den Wettereffekten und dem Ganzen drumherum. Und damit sind wir auch schon durch. 34 Minuten mit allen Änderungen in FC 25. Ich hoffe, ich konnte alles sehr gut und nachvollziehbar erklären. Wenn ich Dinge vergessen habe, tut es mir auf jeden Fall leid, aber ich bin der Meinung, dass wir alle wichtigen Dinge durchgegangen sind. Und das Ganze habe ich jetzt immer freischnauze für mich aus dem Kopf heraus ein bisschen zusammengefasst. Plus, bin so durch die Deep Dive durchgegangen, dass ihr selber alles noch nachvollziehen könnt, Pause machen könnt. Und wenn ihr gut Englisch könnt, dann könnt ihr euch das Ganze natürlich selber auch durchlesen. Unter anderem habt ihr den Link unten in der Beschreibung. Und ansonsten checkt gerne den Stream ab. twitch.tv/dian. Bis dann. Peace, peace. See ya.